Alles noch am Start hier oder was? Das vor dem. Kann es sein, dass das von dem Fight war? Ja. What? Ich überlege gerade, was ich machen muss. Ah ja, ich muss noch so ein. Irgendwie so ein Signalding hinstellen, ne? Wo mache ich das am besten? Protokoll. Wo soll ich denn das dritte Zeichen hinmachen? Bei mir? Oder wo? Die Wolken sehen echt komisch aus. Ich pack da jetzt einfach was rauf und das ist gut. Der zeigt mir ja nicht an, wo ich das sonst hinstellen soll. Also mache ich das einfach irgendwo.
Ist eigentlich irgendwas Schönes, wenn man da hingeht? Oder ist das nur Kosmetik? Ist das Gold? Oder davon habe ich genug? Dürfte wahrscheinlich Kupfer sein. Oder? Und Kupfer? Kovacs-Wort für spinnst du wohl? Okay, ich wollte eigentlich komische Pflanze angreifen und er greift diesen komischen Stein an. Na gut. Hilfe. Hilfe, Hilfe. Nicht. Da würde ich sagen, machen wir mal hier so einen Signalverstärker hin. Da war das ein Booster? So, erstmal nach Strukturen ordnen. Interessante Formation, oder? Wie so ein Fluss oder sowas. Dann tun wir mal triangulieren. Navigationsdaten empfangen.
ich den jetzt stehen oder kann ich den wieder mitnehmen? So, kehre zur Welt, in den Weltraum zurück. Hebe den Signalbooster auf, okay. Cool. Irgendwie noch ein paar Wörter. Irgendwie zu wenig, was ich hier krieg. Das ein unbekanntes Gebäude. Eine Landestation. Keine Ahnung, was das gerade war. Naja, sieht nicht so aus, oder? Ionako, nice. Hallöchen, Mädchen. Guten Morgen, na, schon wach? Du schläfst noch? Alles klar. Und wird's wieder eine Runde mit zocken oder was? Wie schaut's aus? Hast du Bock drauf? Oder musst du erstmal ausschlafen? Wir haben erstmal ein paar Technologie-Module. Auch ein bisschen was freischalten, ne? Der ist 300. 112. Hier nicht noch. Also machen wir jetzt mal den da. 112.
Nee, das. Warte mal. Dann wollte ich. Zweihundertsiebzehn. Da unten haben wir auch noch eins, aber das habe ich schon geholt, oder? Kleiner Hinweis wäre nicht schlecht, ne? So von wegen. Schon stibitzt. Hast du heute noch deine Base weiter oder ist die schon fertig bei dir? Frostwurz. Temporär. Also mit dem, was du bisher so haben kannst. So, wie viele Skillpunkte habe ich denn jetzt? 15. Ne, mehr. 21. Sweet. Sogar noch zwei Planetenkarten und ganz viele Navigationsdaten. Immer noch ein Wort lernen. Hier vor uns war da auch noch einer, oder? Da kann ich hinlaufen. Ein Gag-Relikt. Sweet.
Hallöchen. So, irgendwas hatte ich hier entdeckt. Warte mal kurz. Gucken, ob ich das markieren kann. Da. Neben meinem Raumschiff ist auch noch ein Wort, falls du das haben möchtest. Echos. Was ist das hier drüben? Ein Unterschlupf. Habe ich mal markiert. Bin gerade so ein bisschen am Erkunden. Nebenbei versuchen ein paar Wörter noch zu lernen. Hier schon mal? Hier war ich schon. Was ist das? Ein unbekanntes Gebäude. Hier ist ja gar nichts. Tote Hose. Zum Teufel war das gerade? Nicht. Der nur so viel Platz hat. Packe ich das erstmal rüber, das kriege ich ja hier sowieso nicht. Nicht wahr? Gewonnen! Drei Fröschen.
Drei schöne Frösche. Nice, nice, nice. Was hast du da eigentlich immer? Oder wer ballert da? Hier ist noch ein Gebäude. Oh, guck mal, hier kann man sogar landen. Ist das wieder so eine komische Basis hier, die man das aufballern muss? Mikio-Station. Oh, hier lebt jemand. Kovacs, ne? Ja, Kohlenstoff geben? Nö, der hat ja hier Pflanzen. Ich gebe ihm mal Ferritstaub. Was soll ich denn wissen, was der haben will? Ich verstehe seine Sprache nicht. Lol, wie die hier so einen Panzer schon hat, ey. Aber schämst du dich nicht? Kostet nur 10 Forschungschips. Also das schon die Daten, oder? Was sind die Forschungsdaten? Geborgene Daten. Okay, was sind denn Forschungschips? Muss ich die erstmal umwandeln oder was? Muss ich erstmal umwandeln, ja, okay. Muss mir dann noch sagen, wie. Doch die Daten, ja? Okay. Okay. Muss ich ja dann nur zu einer Raumstation, weil... Bei meiner Base kann ich das, glaube ich, nicht mehr. Aber ist cool, dann kommst du schnell von A nach B, oder? Kannst du ein bisschen durch die Gegend fahren? Nice, muss ich mir holen. Muss ich mir auf jeden Fall holen.
Machen wir das jetzt? Ja, machen wir jetzt. Eingehende Nachricht. Als ich mich zum ersten Mal dem Himmel zuwandte, wusste ich nicht, was mich erwarten würde. Die Schönheit, das Mysterium, das Abenteuer, die Gefahr. Und hier sind wir jetzt, nicht wahr? Gehe zu einem Holo-Terminus und lade deine Daten hoch. Es ist Zeit, dass wir uns finden. Okay. Aber erstmal hole ich mir ein richtig geiles Fahrzeug. Da muss ich nicht so viel laufen immer. Kann ich immer schön fahren. Bleibst du da jetzt auf dem Planeten? Falls nicht, kannst du da mal eine Markierung hinsetzen, obwohl es, glaube ich, immer noch markiert. Wenn ich es richtig sehe, ist das immer noch markiert. Ne, von. Ist okay. Also noch ist der Planet markiert mit der. Komischen Handelsstation. Da hätte ich wahrscheinlich auch hingekonnt. Kann ich hier überhaupt was lernen? Nee, ne? The Space River. Yo. Hallo Mike. Nanit gelernt, okay. Na, ist klar bei dir. Ich merke schon. Belohnen. Du hast dir gestern den Rücken verdreht. What? Erstmal gute Besserung. Und wie hast du das denn geschafft? Ja, ruh dich auf jeden Fall mal aus, ne? Ein Geschenk darbieten. Klar, dass er das annimmt. Weniger Kuchen. Wie, unterm Tisch krabbeln war schon zu viel? War ein bisschen eng, hat es knack gemacht. Das ist nicht gut. Habt ihr versucht, nur mal einzurenken?
Ja, wie soll ich sagen, ne? Du bist ja nun auch nicht mehr der Jüngste. Aber gute Besserung. Hoffen wir mal, dass das nicht so lange andauert. So, wo kann ich das jetzt lernen? Hier nicht, ne? Hier kann ich das gar nicht lernen, oder? Regierungwitcher. Neuartige Fußabdrücke. Drei Wächter eliminieren. Aha. Ja, ich muss auf die Anomalie, merke ich auch gerade, ja. Bin hier völlig falsch, aber ich habe hier auf jeden Fall ein paar Wörter lernen können. Guck noch mal kurz auf der anderen Seite, ob ich da auch noch ein paar Wörter lerne. Ja, hoffen wir mal. Mensch, du hast ja nur noch WWchen, zwar. Oh, kann ich hier wieder upgraden? Exoanzugforschung. Nautilon Kanonenmodul. Wie heißt denn das Fahrzeug eigentlich? Exo-Fahrzeug? Oder Nautilon? Ne, Nautilon hört sich eher an wie ein U-Boot. Impulsantriebmodul. Startschiff. Neuen Platz kaufen, 120.000. Ja. So, Multiwerkzeug. Blitzwerfer. Ein Waffenaufsatz. Brauche nur noch drei Kohlenstoffdinge. Blitzwerfer. Vielleicht kriege ich ja dafür über meinen Minenlaser oder Blitzwerfer. Warte mal. Guck mal kurz hier noch so ein Upgrade. Upgrade, Minenlaser, Blitzwerfer. Neutronenkanone. What? Plasmawerfer, Impulswerfer. Blitzwerfermodul. Schadensabgabe, Nachladezeit, Magazingröße, Feuerrate. Nehme ich erstmal. Es war nur B, aber.
nehme ich erstmal. Bäm, Junge. So, wer ist er hier? Schrotthändler. Unreines Metall. Wie unreines Metall? Verdächtiges Blitzwerfermodul. Was ist denn unreines Metall? Ja, danke euch beiden. Ich mir das mal, wa? Das geile Fahrzeug. Erst mal gucken, kann ich das überhaupt kaufen? Quicksilber-Synthese, oder mal kurz. Okay, also, wo ist Ihr Fahrzeug? Das hier war. Okay, Fusionsantrieb. Okay, also nur Upgrades. Das sind ja nur Upgrades. Ich brauche das Richtige. Das hier? Beleuchtung. Dekorativ, dekorativ. Poster. Transportion. Für 12 GD bekommst du auch einen Teleporter, dass du die Fahrzeuge auf andere Planeten im System holen kannst. Ich habe aber. Wie viel habe ich denn eigentlich? 21. Hm. Einer fehlt mir. Kannst du mir einen rüberschicken? Transport.
Transportmodule. Ist das dieser Roamer? Exo-Fahrzeug. Nomaden. Das ist die Rufstation. Ich dachte, man kann immer alles rufen. Koloss, Pilger, Nautilon. Ist das das Nomadenfahrzeug oder das Roma, was du gebaut hast? Roma hast du gebaut. Ach, dafür brauchtest du dieses Parfümium. So, und ich muss jetzt das hier noch bauen. Exo-Fahrzeug, Rufstation. Und wo muss ich das bauen? Bei meiner Basis, oder? Hast du mal angelächelt, ja, Mike? Aber ich muss das nicht, also ist vielleicht jetzt so ein Portable-Ding, oder? Was ich dann die ganze Zeit mit mir rumschleppen muss. Also brauche ich Uran und instabiles Plasma. Habe ich beides nicht. Gut. Nach der Konstruktion kann der Nutzer jedes eigene Exo-Fahrzeug rufen, solange er sich im selben System aufhält wie sein Frachter. Aha. Was? Nee, ist alles gut. Ich brauch keinen GD. Brauch keinen. Kannst du gerne wieder zurückhaben. Autonome Bergbaueinheit. Kostet nur eins. Kann ich das eigentlich bei mir hinstellen? Und der Berg baut irgendwas da? Oder weiß ich denn, wo ich das Ding hinpflanzen soll? Muss Hotspots suchen, okay. Also ich brauche noch 5 Metallplatten, die habe ich auf jeden Fall. Ich brauche 80 Uran. Aufschreiben. Ich brauche 80 und instabiles Plasma 1. Brauche ich noch was anderes erstmal? Hier bräuchte ich theoretisch auch noch Uran und Metallplatten, aber das machen wir später. Ich hab's erstmal gelernt, war ja nicht teuer. Gibt ein Untersuchungsvisier, das zeigt dir Hotspots an. Meine Fresse, warum macht man das immer so kompliziert? Du brauchst den Scheiß für den Scheiß, du brauchst den Scheiß für den Scheiß, du brauchst den Scheiß für den Scheiß. Ach Mensch, Leute. 1000 Sachen wieder, ey. Fühl mich gerade wie bei 7 Days to Die, da brauchst du auch 1000 Sachen, nur um eine Sache herzustellen. Nada hat ein Signal gesehen, reisender Freund. Hast du dich mit der Artemis-Entität verbunden? Ja. Artemis-Freund möchte andere Reisende treffen, aber Artemis-Freund scheint Nada vergessen zu haben. Merkwürdig. Es ist gut, dieser
Entität zu helfen, reisender Freund. Na, da rät jedoch zur Vorsicht. So, Artemis war ist eine Reisende, so wie du. Nada hat sie in Sicherheit gebracht. Nada wusste von ihr. Diese Entität könnte die Artemis sein, aber eine andere Interaktion. Eine andere Art für Artemis zu leben. Oder ein Betrüger. Das Universum mag unser kleines Zuhause nicht. Wir folgen nicht den Regeln und könnten dafür bestraft werden. Du Polar? Du bist Polo. So, na der Freund geleitet verlorene Anomalien in unser Zuhause. Bringen sie in Sicherheit, bevor dem blutroten Jäger. Na, da ist wahrscheinlich ein guter Freund. Wie immer. Woher hast denn du das eigentlich schon wieder? Hast du es gekauft? Weil sonst würde ich es halt auch selber kaufen, ne? Wenn du es irgendwo abgeerntet hast, dann zeig ich mir mal wo. Warum hast du das und ich nicht? So, nach Artemis fragen. Vielleicht hat uns Artemis Freund vergessen. Das wäre traurig, oder? Ich denke, dass Artemis Freund irgendwo gereist ist, wenn er uns noch nicht getroffen hat. Polo nickt ernst, bla bla bla, okay. Hat uns die Koordinaten gegeben. Fragen wir mal nach dem schwarzen Loch. Okay. Du willst mir doch nicht dein wertvolles Uran geben, oder? Wenn du es selber nur so gekriegt hast. Das Zeug blockiert mich aber auch. Wie meinst du das? Warp-Kalibrierung erforderlich. Verlassen Sie. Münchens Empire?
Ich habe immer noch ein Gag-Relikt. Ach, scheiße. Mm-hmm.